In der laufenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages sind fast 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Aufgrund einer Entscheidung oder Nichtentscheidung der Bundesregierung. Und die Bundesregierung sollte sich aus meiner Sicht zuallererst darum kümmern, dass die Menschen von dieser Million, die hier bleiben werden, eine Integrationsperspektive haben. Wir glauben doch nicht ernsthaft, dass angesichts der Ereignisse in Syrien in der vergangenen Woche ein großer Teil dieser Menschen wieder zurückgehen wird. Wir müssen über Integration dieser Menschen sprechen. Da sind zwei Dinge wesentlich. Das ist Arbeit und das ist Sprache. Und im Bereich Arbeit, da hätte ich mir gewünscht, dass letzte Woche bei den Lehrstellenzahlen, als herauskam, dass es so viele freie Lehrstellen in Deutschland gibt, eine Initiative der Union nach vorne gebracht würde, in der man schaut, welche Qualifikationen haben Flüchtlinge und wie kriegen wir sie Arbeit. Und im Bereich der Sprachförderung, da würde ich mir wünschen, dass die Union mal eine Initiative macht, um zusätzliche Lehrer auszubilden, um den Kindern Deutsch beizubringen, um Sonderklassen zu machen für Deutschförderung. Nichts dergleichen. Die Union redet nur noch über Burkas und über ein anderes Thema, das Jens Spahn, ein Präsidiumsmitglied der Union, vor einigen Monaten in der Tageszeitung Die Welt zum Ausdruck gebracht hat. Ein unglaublich wichtiges Thema aus der Sicht der Union. Und ich möchte das hier mal zitieren. Auf die Frage, lieber Herr Spahn, haben Sie das Gefühl, dass es eine schleichende Anpassung an die neuen Mitbürger gibt? Sagt Jens Spahn unter anderem Folgendes. Jens Spahn sagt, bei mir im Fitnessstudio gibt es jetzt Hinweisschilder, die das Duschen in Badehose ausdrücklich erlauben. Zitiere. Zu viele arabische Muskelnachos standen da vorher mit ihrer Unterhose drunter, weil sie sich nackt genierten. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die ich nicht will. Unsere Offenheit für andere Kulturen droht in solchen Fällen zum Rückfall in alte, verklemmte Spießigkeit zu führen. Ich will aber kein verklemmtes Deutschland, sagt Jens Spahn von der Jungen Union. Liebe Freunde von CDU und CSU, wir wollen auch kein verklemmtes Deutschland, aber wir halten überhaupt nichts davon, die Duschgewohnheiten von Menschen zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen.